Wir alle nutzen die neuen Computer am GSG und denken uns natürlich, dass sie viel besser sind als die alten, die die meisten von uns wahrscheinlich schon aus ihrem Gedächtnis verbannt haben. Doch wir haben uns gedacht, ist das wirklich so? Und haben Simon aus der Netzwerk AG zu einem kleinen Interview gebeten. Die Computer an sich haben sich dieses Jahr sehr gut geschlagen. Leider der neue Schulserver macht zusammen in Kombination mit der neuen Firewall ein paar Probleme. Des Weiteren kann nachvollzogen werden, wer zu welcher Zeit an welchem Rechner war. Man sollte auf jeden Fall, falls man einen Defekt am an einem Schuleigentum feststellen sollte, diesen melden. Ansonsten könnte es eben sein, dass der Verdacht auf einen fällt und das will keiner. Leider wissen manche Leute hier in der Schule nicht, wie man die Rechner benutzt und daher passieren dann manchmal Sachen wie gedrehte Displays, herausgebrochene Tasten oder manchmal einfach herausgezogene Kabel, die einfach oder umgesteckte Kabel. Daher nochmal der Appell an die Schüler, bitte lasst die Rechner so, wie sie sind. Das wird auch kontrolliert. Vielen Dank Simon und der gesamten Netzwerk AG, die Computer und den Server immer schön für uns wartet.